Yo, was geht ab, Burning Crow hier und willkommen zu einem weiteren Anthem-Video von mir für euch. Und in diesem Video möchte ich so ein paar allgemeine Informationen mit euch besprechen, was den Early Access angeht, wann der offizielle Welt-Release ist, weil da gibt es wieder neue Änderungen, was die Entwickler von dem Spiel so ein bisschen geändert haben seit dem letzten Update, das wir bekommen haben. Und zwar gehe ich darauf auf Informationen zu dem letzten Livestream von den Entwicklern drauf ein. Und ja, fangen wir direkt mal an mit dem Release. Also Early Access ist heute um 16 Uhr. Für deutsche Zeit und der weltweite Release ist am 22.02. um 0 Uhr Ortszeit. Also egal, wo ihr euch auf der Welt befindet, ab 0 Uhr könnt ihr dann Anthem spielen. Fort Tarsis Sprinten wurde verbessert. Es ist was schneller, wie auch gezeigt hier im Video, aber ich finde, es ist noch ein bisschen zu langsam. Also ich meine, für den Anfang, wo man noch so ein bisschen die Geschichte und die Leute kennenlernen möchte, dass man nicht so durchsprinten soll, ist in Ordnung. Aber nachdem man alles so erledigt hat, was Missionen angeht, finde ich schon, dass man noch so ein bisschen schneller laufen sollte, ne? Ja, aber wenigstens haben die das schon mal ein bisschen schneller gemacht seit der Demo. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nur wie gesagt, ein bisschen zu langsam noch fürs Endgame, sage ich mal. Dann wurden im Livestream die Loyalitätsbelohnung gezeigt. Also, was man für Belohnungen bekommt, wenn man die Mission von den Fraktionen macht. Es gibt ja drei verschiedene Fraktionen. Einmal Sentinel, einmal Freelancer und einmal die Arcanisten. Und ja, da wurde so ein bisschen was gezeigt. Da bekommt man also zum Beispiel Materialien und Blaupausen. Die haben das jetzt in Siegel umbenannt. Ich weiß nicht, ob die das wieder zurückmachen oder nicht. Aber eigentlich war das Blaupausen, jetzt heißen die Siegel. Mal sehen, wie das dann wirklich am Ende aussieht. Aber ja, da finde ich cool, dass man da auch kosmetische Sachen freischalten kann, wie zum Beispiel im Video gezeigt, was war das? Kupfer, Messing und Bronze, das Material. Und auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und natürlich viele, viele Blaupausensiegel, die man da erhalten kann für die verschiedenen Waffen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Dann haben die noch ein paar Sachen für den PC geändert, aber auch Kameraschütteln haben die jetzt so einen Slider eingebaut, wo wir halt die Erschütterung von der Kamera einstellen können, so wie uns das gefällt, was sehr, sehr gut ist, weil ich spiele, weiß ich noch nicht, also muss ich mal sehen, wie mir das gefällt, mit und ohne Kameraschütteln, mal sehen, vielleicht finde ich da so einen mittleren Pass, ansonsten lasse ich das auf 100%, weil so Erschütterungen machen natürlich das Spiel ein bisschen geiler, so, ne? Als nächstes wurde der Expeditionbildschirm geändert, was ich sehr, sehr gut finde, weil am Anfang, beziehungsweise in der Demo war das ja noch so, wo wir halt in den Javelin reingegangen sind, um da unsere Mission oder unsere Aktivität auszuwählen. Mein Satz ist total durcheinander. Als wir in den Javelin reingegangen sind, um die Expedition zu wählen, also was wir machen möchten, Story-Mission, freies Spiel oder Stronghold bzw. Festung, da musste man erst auf die Map das auswählen, dann zurück und dann starten. Jetzt haben die das so gemacht, man wählt erst die Aktivität und dann kann man den Schwierigkeitsgrad noch einstellen und wo man halt starten möchte. Sehr, sehr viel angenehmer und das macht so ein bisschen diese, ja, wie soll ich sagen, dass man halt dahin kommen möchte, wo man möchte. Also ich möchte jetzt eine Story-Mission machen, das geht viel schneller und einfacher von der Hand, anstatt erst reinzugehen, dann wieder rauszugehen und dann zu starten. Ist auf jeden Fall eine gute Änderung. Was ich nicht so gut finde, das ist im nächsten Punkt, und zwar wurden die Prozente der Großmeister Schwierigkeitsstufen entfernt, beziehungsweise allgemein von den Schwierigkeitsstufen die Prozente versteckt. Das bedeutet, wir sehen jetzt nicht mehr, wie hoch die Gegner skalieren, also zu wie viel Prozent die stärker werden, wenn wir höher im Schwierigkeitsgrad kommen. Wir sehen nicht, was für eine Loot-Chance wir haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte mir gewünscht, wenn die unbedingt das machen wollen, dass sie da vielleicht eine Einstellung zu hätten, wie zum Beispiel, dass man das sehen kann oder auch nicht, also dass man das an- und ausstellen kann. Aber so finde ich das ein bisschen blöd, weil das ist ein Looter-Game. Also ich möchte wissen, wie hoch ist meine Chance und wie stark sind die Gegner jetzt wirklich. Und ich möchte nicht so, ja, vermuten, okay, das könnte jetzt so und so sein. Weil die haben das im Laufe der Zeit auch verändert, die Nummern. Und ja, ich fände das schön, wenn die das wieder zurückbringen würden. Und ja, das ist so eine Kleinigkeit, die mich so ein bisschen stört an den letzten Update. Dann haben die noch das Radar verbessert. Finde ich sehr cool. Jetzt haben wir oben am Radar, links und rechts, wenn die Gegner jetzt zum Beispiel etwas weiter links vom Bildschirm sind, wäre das für euch jetzt rechts, aber ich sag mal, wenn die weiter rechts sind vom Bildschirm, dann sehen wir auch in die Richtung so einen Pfeil.
der dahin zeigt und dann können wir uns drehen und dann sehen wir am Kompass, wo der Gegner dann wirklich ist. Ist sehr, sehr gut, vereinfacht das Spielen so ein bisschen. Ist vielleicht für manche Leute nur eine Kleinigkeit, aber das wird schon das Spielerlebnis ein bisschen verbessern. Was haben wir noch? Genau, die Feinde werden angezeigt hier. Schmiede. Ja, da gibt es natürlich zu richtig coole Neuigkeiten. Anfangs wurde ja gesagt, man kann nur bis episch Sachen schmieden. Danach wurde gesagt, bis Meisterwerk. Und jetzt haben wir auch im letzten Livestream gehört, dass es auch möglich sein wird, legendäre Gegenstände in der Schmiede herzustellen. Allerdings gibt es nicht für jedes Teil oder nicht für jedes legendäre Teil eine Blaupause oder Siegel. Aber es ist möglich, manche Teile damit herzustellen. Was ich sehr cool finde, man muss natürlich farmen dafür, Materialien und diese Ember, Glut heißt das ja auf Deutsch. Das finde ich sehr cool, dass man auch legendäre Sachen schmieden kann. Das vereinfacht das so ein bisschen, ne? So, dann hätten wir als nächstes den Koloss. Der hat einen Buff bekommen. Ist jetzt nichts Krasses. Es ist einfach nur, dass er im Early und im Midgame so ein bisschen sich wirklich anfühlt wie ein Koloss, ne? Also tankier und dass er nicht so direkt runtergeschossen wird. Das haben die gemacht, dass er halt ein bisschen mehr Power bekommen hat. Dann haben die einen Bug oder beziehungsweise einen Fehler vom Spiel, was so ein bisschen blöd war, verbessert, sage ich mal. Und zwar hatten wir ja zum Beispiel in der Demo diese Echos, die wir sammeln müssten oder die Relikte. Und wenn dann einer disconnected ist, gab es ja das Problem, dass die Echos verschwunden sind. Und das war es dann mit der Mission. Was sie jetzt gemacht haben ist, es gibt einen einminütigen Timer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Echo habe und mir fällt das nicht auf, dann habe ich eine Minute Zeit, den abzuliefern. Ansonsten leuchtet der erst rot. Dann merke ich, oh, okay, ich habe doch ein Echo, den muss ich noch abgeben. Wenn ich das innerhalb der Minute nicht schaffe, dann respawnt er einfach da, wo ich den aufgehoben habe. Und dann können die anderen Leute den aufheben. Auch wenn einer disconnected, nach einer Minute wird das Echo oder das Relikt wieder gerespawnt. Und dann kann man das einfach aufsammeln und die Mission fortfahren. Sehr, sehr gut, weil das war... Also wenn das im vollen Spiel noch drin wäre, das wäre nicht so geil gewesen. Dann haben die so ein bisschen was verändert mit den Emotes. Für den Controller eher angenehm, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar nur für Controller-User. Die Emotes sind jetzt ein bisschen anders zu benutzen. Und zwar mit unten, links und rechts kann man jetzt die Emotes benutzen. Das heißt, man muss nicht mehr durchscrollen wie vorher. Man kann jetzt einfach die Emotes so benutzen. Das war's eigentlich schon. Viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Spiel ankommen wird. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Das Problem ist allerdings, ich spiele auf PlayStation 4, wie manche von euch wissen. Und ich muss halt noch bis zum 22. Februar leider warten. Meine Freundin allerdings kann zum Beispiel schon heute spielen. Und ja, wie dem auch sei, ich glaube, das war's. Ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Und ich werde auf jeden Fall sehen, dass ab dem 22.02. regelmäßig Updates kommen zu dem Spiel, wenn es Neuigkeiten gibt. Dann werde ich zeigen Tipps und Tricks, ein paar Guides, alles Mögliche. Also wenn euch dieser Content gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ja, wenn ihr Bock habt, unten in der Videobeschreibung ist noch mein Twitter und mein Twitch-Kanal verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal folgen. Und ja, das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht das gut. Peace.